So, wir wollten euch mal daran teilhaben. Heute ist ja Freitag, der 26.05. Und wir haben ja hier in Norwegen, gibt es ja so Bananen zu kaufen, die ein bisschen günstiger sind, wenn die schon ein bisschen Druckstellen haben und so. Und da haben wir uns da 2, 3 Kilo Bananen besorgt. Und die waren ja auch schon dementsprechend nicht mehr so lecker. Und was haben wir uns gedacht, was wir mit den Bananen machen? Wir schmeißen die einfach in den Teig mit rein und machen Bananenbrot. Und siehe da, es funktioniert. Es sieht super aus, es schmeckt super. Wir haben schon Sehr lecker. zwei gegessen. Also wir wissen jetzt langsam mal die Dreh raus. Da ist der ganze Top. Ja, der ganze Top voll Teig. Also, und wir lassen uns zu duty bei dem Wetter, trotz alledem. Und ja, wir haben immer Hunger, also machen wir immer was zu essen. Hier haben wir auch noch unseren Smoothie Maker voll gemacht mit ganz vielen Kräutern. Den haben wir dann wieder, haben wir schon den dritten gemacht jetzt, wo wir ein bisschen vernachlässigt haben. Es ist sehr kalt, ja, aber uns geht's gut. Essen schmeckt. Und das ist die Hauptsache. So, da wollten wir euch mal dran teilhaben. Wir lassen uns das schmecken. Bananenbrot. Juhu! Danke, macht's gut. Also, ciao, ciao. Und morgen jetzt, wie gesagt, morgen nicht morgen, aber morgen in der Nacht zu übermorgen, also Sonntag früh um 1:40 Uhr geht's ja dann los mit dem Zug. Und wir hauen hier wieder ab. Also, wir sind zwar bei einer Radreise oben hin, fahren aber mit dem Zug. Also, nicht, dass ihr hier irgendwelche Missverständnisse habt. Also, nee, wir sind morgen wieder unterwegs oder morgen Nacht und dann geht's weiter Richtung Süden. So. Erstmal für heute, für jetzt, alles Gute, bye bye, arrivederci, schöne Ciao, Grüße. ciao. Lecker!